Wann weißt du eigentlich, wenn du mit der falschen Frau in einer Beziehung bist und du lieber loslassen solltest? Und wie machst du nach der Trennung konkret weiter? Das sind ja Themen, mit denen sich viele Männer beschäftigen. Vor allem wissen sie ja nicht, wie kriegen sie neue Frauen, und dann vegetieren sie dahin mit der falschen Frau in der Beziehung. Und das könnte auch viel leichter sein, indem man einfach konsequent ist. Zum einen erstmal erkennt, jede Beziehung ist Arbeit, das ist ja ganz klar. Man muss jetzt nicht gleich immer die Reißleine ziehen, aber wenn es bestimmte Red Flags gibt, und da habe ich mir Spiros dazu eingeladen, ich denke, sehr bekannt in der Manosphäre, dich muss man nicht mehr großartig vorstellen. Aber du beschäftigst dich ja viel um so Mann-Frau-Dynamiken und ja, was alles schiefläuft, wie die Männer unter den Pantoffel geraten. Und ja, manche Männer wollen das ja gar nicht so richtig wahrhaben, und da ist einfach wichtig, dass du so eine Wake-up-Schelle diesen Männern gibst und dann natürlich auch Hoffnung geben kannst, wie du danach weitermachst. Ne? Deswegen, Spiros, was sind denn so deiner Meinung nach so 3, 4 der größten Punkte, woran man erkennt, dass man vielleicht die Beziehung mit der Frau nicht mehr fortführen sollte? Vielleicht auch aus eigener Erfahrung kannst du gerne mal sprechen. Ja, also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich muss jetzt nicht großartig vorstellen. Deine Frage zu beantworten, ich glaube, es gibt eigentlich nur einen Punkt, der mir jetzt so als allererstes einfällt, der immer ganz weit oben steht, vor allem wenn dann irgendwie Männer zu mir kommen, die dann halt in der Beziehung, also wenn sie noch mit Frauen zusammen sind oder lange zusammen waren, wo ich sagen kann, okay, das ist immer so der Punkt Nummer 1, und das ist eigentlich immer, wenn der Mann immer hinterher ist oder anders gesagt, wenn er immer für seine Bedürfnisse betteln muss. Ne, wenn er immer so 3, 4, 5 Mal investieren muss, um überhaupt was zu bekommen, falls er es überhaupt mal bekommt. Das ist dann immer so der Punkt, wo du weißt, okay, das ist eigentlich... Das ist einfach keine Leidenschaft mehr da. Ne? Und das ist ja auch dann, viele Männer wollen es nicht wahrhaben. Ich habe auch letztens eine Anfrage bekommen, ich habe gesagt, sorry, da will ich dir einfach nicht helfen. Der hat gesagt, ja, wie kriege ich denn das dazu, dass meine Freundin wieder Sex mit mir hat? Genau das Muster, was du beschrieben hast. Wir sind seit 1,5 Monaten, machen wir wieder mehr, aber irgendwie, wie kriege ich dazu, dass sie wieder mit mir Sex habt, ohne dass es bedürftig wirkt? Und zur Vorgeschichte, die Freundin, die hat auch andere Typen, mit denen sie Sex gehabt hat. Das hat er mir auch erzählt. Und trotzdem ist er wieder mit ihr zusammengegangen, oder ich weiß nicht, ob die überhaupt getrennt waren. Und was noch lustiger ist, nicht nur, dass er sie jetzt behalten will oder überlegt, wie er mit ihr wieder anbandeln kann, sondern er hat auch ein Profilbild, in dem er und seine Freundin zu sehen ist und so ein WhatsApp-Status mit so einem Herz und so einem Schloss, wo man sich denkt, wessen Profilbild ist das hier halt, ne? Ich überlege gerade meine Knöpfe, wenn ich die drücke. Bilder! Hört man die? Ja, die hört man, ja. Dann kann ich hier nochmal drücken. Ja, ich dachte, das wäre ein Scherz, aber der Typ, der meint das wirklich ernst halt, ne? Ja, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte ja auch schon den einen oder anderen bei mir, wo ich sehr extrem die Stirn runzeln musste, wo ich mir dachte, so teilweise sogar, wo den Männern es bewusst ist, dass sie gerade wirklich extremst verloren sind, aber sie können halt nicht loslassen. Ne? Und das ist die Frage, woran liegt das, denkst du? Also wie kann das sein? Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, weil in den meisten Fällen die Männer halt optionslos sind, bedürftig werden und dann die Frau so extremst podestisieren, inklusive, was natürlich auch noch immer hinzukommt, ist halt dieses Thema Gefühle, dass sie halt da verknallt sind sozusagen, also blind vor Liebe. Und das führt wirklich dazu, dass die Sachen machen, wo die selber, also wenn die selber selbst reflektieren und von außen drauf schauen, sogar selber zugeben und sagen, ey, ich bin verloren. Also ich kann das teilweise niemandem erzählen aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis, weil die denken würden, also die würden dann sagen, ey, bist du lost? Hast du dann Tabletten nicht genommen? Und das Problem ist halt, wenn die Investition einseitig ist, und oft merken die das ja nicht. Ne? Also ich sage halt immer wieder, es gibt einen Unterschied zwischen brennende Leidenschaft und eine Frau hat einfach nur Interesse an dir. Ne? Und wenn die Frau halt generell Interesse an dir hat oder
dich mag oder vielleicht sogar auch Gefühle für dich hat, weil du auch einfach für sie ein guter, auf rationaler Ebene ein guter Beta-Versorger bist. Natürlich wird sie sich für dich entscheiden und natürlich wird sie auch mit dir in eine Beziehung eingehen wollen. Aber das ist nochmal was komplett anderes, wie wenn du halt eine Frau hast, die ja wirklich so eine brennende Leidenschaft ist, ne? Also so ein Yes-Girl, was du immer halt nennst, die wirklich halt krass hinterher ist. Und wenn es dann so einseitig ist und der Typ läuft halt so monatelang hinterher und ist halt blind, dann ist es schwierig, halt davon loszulassen. Und dann hast du halt so Konstellationen, wo ich mal so denke, so, guck mal, ich hatte zum Beispiel mal letztens jemanden bei mir, der hat, das war so dieses typisches Beispiel, Bodycount. Ne? Ich sage ja immer wieder, alle Männer haben damit ein Problem, aber die halt immer wieder sagen, ach, das ist nichts und wenn ich so schlimm bin, kann die Frau auch so schlimm sein, macht das nichts aus. Aber wenn die dann damit konfrontiert werden, dann ist es was komplett anderes. Und ich hatte so einen und der ist dann mit einer Frau zusammengekommen und er war selber gut unterwegs und hat auch gemeint, also vorher hat er immer gesagt, er hat sie auch so kennengelernt, er wusste auch, dass sie eine Vergangenheit hat und er hat gesagt, er ist kein Problem, ich habe eine Vergangenheit und warum sollte sie auch keine Vergangenheit haben? Mhm. Und dann in der Beziehung, aber er hat gemeint, so ab dem Zeitpunkt, wo wir zusammen waren, ich komme damit nicht klar. Mhm. Und er kam dann zu mir und hat mich dann gefragt, ob ich ihm helfen kann, jetzt aber ganz wichtig, dass er damit zurechtkommt. Mhm. Ja, und er hat auch schon diese gängigen Strategien angefangen zu entwickeln. Also die gängigste Strategie ist ja dieses Cuckolding, erotisiere, ne, diesen Vorgang. Mhm. Aber es hat halt nicht so gut funktioniert. Ne? Und das ist halt, obwohl es dann auch Männer sind, die also zumindest behaupten sie das, ne? Ich kann das natürlich nicht nachvollziehen, die dann sagen, ja, ich habe kein Problem, Frauen kennenzulernen und ich hatte ganz viele Frauen. Aber es muss halt nur diese eine kommen, die dann deine Knöpfe drückt und dann schaltet dein Gehirn komplett aus und dann wird ja, dann quasi alles über Bord geworfen. Das Problem ist aber, dass es wird über Bord geworfen und dann, sobald sie halt mit den Frauen zusammen sind, dann versuchen sie halt das so hinzubiegen, dass es halt noch einigermaßen funktioniert und dann... Hm. Also hier kann man ganz klar sagen, dass du einfach aufpasst, mit welcher Frau du überhaupt in eine Beziehung reinrutscht und wenn du dann mit der falschen in der Beziehung bist, dann ist das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen, weil die ganze Dynamik, Mann-Frau-Dynamik, vor allem wenn die Frau jetzt keine brennende Leidenschaft für dich hat oder so, sehr angetan ist von dir, immer auf einem Handel basiert. Du tust das, du verhältst dich so und dafür kriegst du ein Leckerli halt, ne? So, und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Und das ist, und dadurch wird ja der Wert des Mannes noch weiter negiert, weil du denkst, du bist es nicht wert, eine Frau auf natürliche Art und Weise anzuziehen oder wahrscheinlich fehlen auch erstmal die Auswahl an verschiedenen Frauen, um dann dich für eine richtige zu entscheiden. Also du hast wahrscheinlich keine Auswahl. Plus du kannst nicht flirten und dann wirst du halt immer so, ich nenne es immer so eine leichte Abwandlung von so einem Sugar Babe, dass dir Gefälligkeiten erweist oder mit dir Sex hat, wenn du dich gut verhältst halt. Ne? Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst und es wird ja auch so in diesen so romantisch verklärt oder auch in den Romanen so dargestellt, dass das Nonplusultra ist oder die Norm, dass der Mann ihr den Frau immer so den Hof macht und ihr die Welt zu Füßen legt, obwohl das ja komplett falsch ist. Das ist ja gar nicht die Dynamik, wie es sein sollte halt. Ne? Also musst du dich halt immer entscheiden, Besorger oder Versorger. Und wenn du über die Besorgerschiene Frauen verführst und natürlich auch die richtigen Frauen dafür findest, ist es auch leichter, dann in der Beziehung, dass du da nicht unter den Kartoffel gerätst. Ne? Andernfalls wirst du ja dann der Gelackmeierte sein, der dann ein paar Jahre später dann wahrscheinlich eh komplett ruiniert ist, emotional, vom Selbstwertgefühl, vielleicht noch finanziell, Kinder sind weg, ne? Weil du das Spiel komplett falsch aufgezogen hast. Ja, absolut. Also du hast gerade eben erwähnt, diese romantisierte Vorstellung von Beziehungen oder von Liebe generell ist halt, glaube ich, auch so ein Problem, dass viele, also vor allem jetzt Männer, nach etwas suchen, was wo sie sagen, okay, innerlich, das zieht mich halt krass an, ne? Also das triggert mich auf einer gewissen Ebene, ich bin dann verknallt und ich sehne mich nach ihr und sie muss das auch fühlen und dann kommen wir zusammen und dann, ne, hast du diese Hollywood-Romanze. Aber was viele halt verstehen müssen, ist, dadurch, dass die Paarungsstrategie von Männern und Frauen ja komplett anders ist, ist es kein, beide verfolgen dasselbe Ziel und beide kommen zusammen und dann leben wir bis ans Ende unserer Tage, sondern es ist immer die Frage, wer setzt seine Paarungsstrategie durch, was ist der führende Frame
und entsprechend läuft dann halt auch die Beziehung. Also anders gesagt, die Frage ist, möchtest du als Mann der sein, der verknallt ist und die rosarote Brille hat, aber danach durch den Dreck gezogen wird und dann so quasi in die Waschmaschine gesteckt wird und dann Schleudergang auf 2000 Umdrehungen oder so? Oder willst du halt der Typ sein, der mit einer Frau zusammen ist, das Beste von ihr bekommt, auch wenn du halt jetzt nicht in Wolke 7 schwebst und vor allem, das ist ja der Punkt, wenn sie dich dann irgendwann verlässt, dass du halt nicht am Boden zerstört bist, ne, sondern dass du sagen kannst, ey, okay, scheiße, tut weh, aber ich kann wieder aufstehen und dann kann ich wieder rausgehen und sofort neue Frauen kennenlernen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, auf Wolke 7 schweben. Und das passiert ja meistens, wenn du einfach zu wenig sehr attraktive oder sehr feminine Frauen kennenlernst. Weil dann, wenn du mal eine hast, die ein bisschen besser aussieht oder dir schöne Augen macht, dann bist du hin und weg. Und du solltest es aber im Vorfeld schon vermeiden, dass du gar nicht in so eine krasse rosa-rote Brille aufgesetzt bekommst. Weil das dann natürlich schwierig ist, dann die Kontrolle in der Beziehung zu haben. Und ich sag mal so, in der Beziehung immer einer hat mehr Macht. Entweder die Frau, entweder willst die Frau mehr oder der Mann mehr. Ne? Und da brauche ich ja euch nicht sagen, dass wenn der Mann weniger Macht hat, weil er sie mehr will, dass es dann zu viel mehr Problemen führt als umgedreht. Ne? Also, und das heißt aber nicht, dass du Abstriche machen musst, dass du weniger hübsche Frauen bekommen solltest oder eine Frau, die dann ja eher so ein Mauerblümchen ist, sondern im Gegenteil, du bist ein Mann und du sollst, wenn du, sagen wir mal, eine 10 oder eine 9 hast, dann wird die sowieso nach 1, 2, 3 Jahren nur noch eine 7 sein. Und wenn du von vornherein eine 6, 7 nimmst, dann ist sie schon nach 2, 3 Jahren eine 5. Und das ist ja auch schlecht für dich, halt auch für die Beziehung und alles, weil dann auch deine Leidenschaft vielleicht nicht mehr so hoch ist. Also die einzige Option kann sein, dass du eine Auswahl an vielen Frauen dir schaffst, viele Frauen kennenlernst auf die diversesten Wege. Ich bin ja ein großer Fan vom Ansprechen. Und dann dann schaust, welche will auch dich und zwar mehr. Und es muss noch nicht mehr von Anfang an sein. Es kann sogar sein, dass es erst so ein Maybe-Girl ist, das dann mit der Zeit switcht. Und je mehr sie investiert in dich, Zeit und Energie und Emotionen, desto mehr wird sie ein Yes-Girl. Und das ist dann passt die Dynamik wieder. Genau. Und dann halt darauf achten, dass das nicht wieder rüberschwappt, dass sich das ändert. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Tipps, wie in der Beziehung du dann auch die Kontrolle behältst und die nicht flöten geht? Ja gut, das Wichtigste ist halt immer Frame. Ne? Also man muss sich das immer so vorstellen, wenn eine Frau dich kennenlernt und sie dich als ihre Nummer 1 sozusagen sieht, ne, also nicht nur als diesen Beta-Versorger, sondern natürlich auch als Alpha-Besorger, dann musst du immer bewusst sein, so wie du jetzt gerade bist, ist der Zustand, den sie am attraktivsten findet. Ne? Und den größten Fehler, den die meisten machen, ist ja dann, dass sie in der Beziehung anfangen, auf die Shit-Tests der Frau reinzufallen, also dieses typische so, ja, nicht so viel mit deinen Freunden Zeit verbringen und ja, musst du 5-mal die Woche ins Gym gehen und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann kippt es halt und dann wird der Mann erstmal sowieso aus dem Dating-Markt komplett rausgezogen. Das heißt also, der Pool an Frauen, die er als Optionen theoretisch hat, verschwindet meistens immer komplett. Und die einzige Frau, die er dann nur noch kennt, ist seine eigene Freundin. Das heißt also, er fixiert sich dann immer mehr auf sie, was er zum Beispiel vorher nicht gemacht hat, als sie ihn kennengelernt hat. Und das führt dann zum Ergebnis, dass natürlich dann der Mann mit der Zeit unattraktiv für die Frau wird. Und dadurch, dass sie natürlich sein einziger Zugang ist noch zur Sexualität, also oder besser gesagt, sie die einzige Frau ist, zu denen er Zugang hat, beugt er sich auch irgendwann ihrem Frame, weil er sagt natürlich, okay, ich habe jetzt Angst, sie zu verlieren. Ne? Weil die schönste Frau ist, die ich kenne und oh mein Gott, ich werde wieder so eine wie sie finden. Ist ja auch klar, wenn du die letzten 5 Jahre mit keiner Frau richtig gesprochen hast, im Sinne geflirtet hast oder andere Frauen dir nicht gezeigt haben, dass du immer noch ein attraktiver Typ bist, dann ist es ja natürlich klar, dass du natürlich an das festhältst, was du da hast und dann auf einmal alles dafür tust, um sie weiterhin bei dir zu behalten. Und dann hast du ja natürlich diese Sätze, die du vorhin am Anfang gesagt hast, dieses so, ey, hier, John, was kann ich tun, damit sie mit mir schläft, also damit sie wieder überhaupt mit mir schläft, aber ohne sie verlassen zu müssen oder ohne irgendwas zu machen, dass sie dann irgendwie halt sauer auf mich ist, weil ich will sie ja nicht verlieren, weil sie ist halt die einzige Frau und wenn sie noch weg ist, dann ist mein Leben sozusagen vorbei. Und das Schlechteste, was da funktioniert, ist, dass du der Frau zeigst, wie wichtig sie dir ist und in der Hoffnung, dass sie das dann erkennt, weil du kannst es Leidenschaft nicht
intellektuell oder herbeiführen oder zu zeigen, guck mal, jetzt habe ich hier ein gemeinsames Bild von uns als Profilbild verwendet. Jetzt habe ich hier noch ein Herz als WhatsApp-Status gemacht. Jetzt verbringe ich einen schönen Urlaub mit dir. Jetzt erkenne doch, wie toll ich bin und habe endlich Sex mit mir, weil das funktioniert nicht. Ne? Und noch ein weiterer Fehler. Es gibt ja Männer, die dann, wenn sie Single sind, sind die echte Männer und dann irgendwie drehen die sich in der Beziehung. Und das liegt daran, weil sie einen Frauen anders bewerten, so Madonna-Hure-Komplex-mäßig. Wenn sie dann meine Freundin ist, dann ist sie quasi mehr oder weniger wie meine Mutter. Und dann muss ich sie ehren und natürlich musst du auch ganz normal ein paar mehr Versorger-Elemente mit einfließen lassen in der Beziehung. Es geht ja nicht anders. Wenn du jetzt komplett auf Bad Boy machst, dann wirst du es auch schwer haben. Ne? Also es muss ja eine Art Bindung und Vertrauen auch da sein. Mhm. Aber die drehen dann wieder so sehr sich um, dass die Frauen sie teilweise gar nicht wiedererkennen halt. Ne? Und das führt dann wieder auch zum Verlust der Anziehung. Ich darf sie nicht so behandeln wie diese ganzen anderen Hoes. Ja, genau. Genau, diese Trennung ist ja schon falsch halt, ne? Weil jede Frau ist eine Hure. Die eine zeigt es nur mehr, die andere weniger, aber in jeder ist das Potenzial, das hervorzukitzeln halt. Ne? Ja, gut. Um die Frage nochmal zu beantworten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du weiterhin der Typ bleibst, der du vorher, also der attraktive Typ bleibst, der du vorher warst, mit seinen Zielen, ja. mit dem Leben, das er halt geführt hat und inklusive mit dem Zugang zu den Frauen, die er hoffentlich auch vorher hatte. Das heißt, also ich rede ja oft von Rotationssystem. Mhm. Viele denken dann immer, okay, musst du in der Beziehung fremdgehen? Nein, du musst nicht fremdgehen, aber du musst halt diesen Zugang weiterhin haben, dass du weißt, okay, hey, da sind noch Frauen, die stehen auf mich. Ob du jetzt datest oder nicht datest, ob du jetzt fremdgehst oder nicht, das ist immer eine moralische Frage, das muss jeder für sich selber beantworten. Aber dass du halt noch quasi sozusagen im Game drin bist. Ne? Und dir muss halt bewusst sein, je mehr du davon abweichst, je mehr du aus diesem Game verschwindest, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass halt die Bedürftigkeit kommt und dann, ja, führt eins zum anderen. Genau, also das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wie geht's denn jetzt vor? Also sagen wir mal, du hast jetzt erkannt, dass die Frau jetzt nicht so das Beste für dich im Sinne hat und du willst da raus, du musst da einen klaren Cut machen. Vielleicht wurdest du auch gedumpt und die Beziehung ging in die Brüche, wie auch immer. Wie ist es auch für die Männer, die jetzt merken, okay, die sind in der Beziehung, aber das ist einfach nicht die richtige und die merken, die können das nicht mehr kitten. Ich möchte diesen Männern Mut machen, dass sie die Beziehung beenden und ihnen aber gleichzeitig auch ein Netz-Auffangbecken geben, sodass sie auch wieder wissen, wie es weitergeht. Ne? Weil viele haben ja Angst vor dem Schritt, sich zu trennen, weil sie denken, oh, jetzt sind sie wieder alleine, jetzt haben sie keine, man hat sich ja trotzdem an die Frau auch ein bisschen gewöhnt. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Aber jede Krise ist auch eine Chance. Und was mir aufgefallen ist, was wichtig ist, dass du dann neben dem, dass du natürlich dann wieder neue Frauen kennenlernst und ansprichst und merkst, hey, cool, da geht ja was, allgemein wieder mehr mit Leuten im Allgemeinen machst, was weiß ich, ob du jetzt Paintball spielen gehst mit deinen Freunden oder jede Woche pokerst, was auch immer, aber irgendwas, sodass du aus dieser Isolation oder aus der Depression rauskommst, weil du mit anderen Menschen zu tun hast. Und das kann echt Balsam für die Seele sein, das kann dir helfen, dass du einfach diese Trennung besser verarbeitest und natürlich, wenn du da neue Frauen parallel kennenlernst, wird das auch helfen. Natürlich, der Schmerz ist da, der wird auch nicht sofort weggehen. Aber auch wenn es dumm klingt, Zeit heilt die Wunden und so ist es auch in diesem Fall. Ne? Ja, absolut. Also vor allem dieses halt rausgehen, sozialisieren und neue Frauen kennenlernen, um dann auch irgendwann zu erkennen, das ist am Anfang natürlich schwer, vor allem wenn du halt zu den Typen gehörst, die da so Juanitis-mäßig einer Frau hinterher trauern und denken, okay, das war jetzt so der beste Pokal, den ich hätte jemals bekommen können und kein Wanderpokal, dann sind die ja so ein bisschen blind und denken so, ja, keine andere Frau kommt da ran und jedes Mal, wenn ich eine kennenlerne, vergleiche ich sie und dann merke ich, was ich verloren habe, was ja ein Trugschluss ist. Ne? Also ich kann zum Beispiel auch so ein paar Beziehungen hinter mir und ich muss ehrlich sagen, egal wie die ausgegangen sind, ich habe halt immer so gedacht, oh, werde ich jemals so eine Freundin kennenlernen, die so so gutherzig, also all diese tollen Sachen, die sie mitgebracht hat, ich habe da zurückgedacht und dachte mir so, oh, ob ich jemals so eine Frau kennenlerne, die mich so lieben wird. Und ich muss sagen, jedes Mal wurde ich eines Besseren belehrt, dass ich gemerkt habe, so, okay, krass, ne? Also du lernst
1:1 wieder so eine kennen, also ungeachtet dessen, dass du zwischendurch natürlich, ne, wenn du viel datest, viele davon kennenlernst, die halt so sind, aber du wirst immer zu 1000%, ne, also wirst du eine Frau kennenlernen, die mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar vielleicht dann irgendwann teilweise besser, aber besser in dem Sinne, weil du dich vielleicht weiterentwickelt hast, weil du vielleicht was Neues suchst in dem Moment und so weiter und so fort. Ne, also was Männer nicht verstehen, im Gegensatz zu Frauen, dadurch, dass wir halt so eine sehr kleine Anspruchsliste haben und dadurch, dass wir auch intuitiv oder unterbewusst uns anpassen können, was Dating angeht, ist es eigentlich immer sehr einfach, eine Frau zu finden, ne? Vor allem eine in Anführungsstrichen gute Frau. Da haben es Frauen viel, viel schwieriger, vor allem, weil sie sich halt nicht anpassen können bezüglich der Hypergamie. Und wenn du das einmal verstanden hast, wenn du da einmal durchgeblickt hast und auch es einmal erlebt hast so richtig, glaube ich, ist es einfacher, dann sich aufzurappeln und zu sagen, gut, okay, ich sehe gewisse Sachen jetzt so negativ, weil ich gerade diese rosarote Brille noch anhabe und irgendwie noch meine Ex-podestisiere. Aber wenn ich offen dafür bin, loszulassen und einen Schlussstrich gezogen habe und dann rausgehen, wie du gesagt hast, ne, sozialisieren, neue Frauen kennenlernen, einfach machen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dann das Gefühl immer kleiner wird und ich dann auf einmal auf der anderen Seite aber merke, hey, da draußen, da gibt es tausende von Frauen, die meinen Ansprüchen Genüge tun, sozusagen. Auf jeden Fall. Und außerdem hast du ja dann auch die Ressourcen wieder, ne? Also wenn du jetzt 3-4 Mal die Woche oder vielleicht sogar mit der Frau zusammenlebst, dann fehlt ja die Zeit, um auch neue Frauen kennenzulernen. Und du denkst ja vielleicht, wie soll ich neue kennenlernen? Aber wenn wirklich mehr der Cut da ist, dann merkst du, hast wieder mehr Zeit und mehr Energie. Man muss ja nicht das dumme Gelaber von der Frau anhören, die wieder ihre neuesten Klatsch und Tratsch aus der Arbeit mit ihr teilen möchte oder wie sie wieder schlecht behandelt wurde auf der Arbeit, wie auch immer. Sondern du hast einfach wieder mehr Fokus, mehr Zeit und mehr Energie und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt, du gehst natürlich auch raus, dass du eben wieder neue kennenlernst. Ja? Und natürlich, es wird jetzt nicht die nächstbeste sein, die nächste, die du datest, unwahrscheinlich, dass sie jetzt genau dem Standard gerecht wird, von der, mit der du eine Beziehung eingegangen bist, weil du bist ja nicht ohne Grund mit der eine Beziehung eingegangen, weil sie dir offensichtlich besser gefallen hat als die restlichen. Also ich gehe davon aus, dass du schon ein paar zumindest kennengelernt hast. Du wirst wahrscheinlich mehrere daten und wirst sagen, ah, die ist nicht, die ist es nicht. Aber es wird immer aus einem größeren Pool an Frauen immer einen kleineren Pool an Frauen geben, die potenziell, in denen du dich verlieben kannst wieder oder mit denen du dir mehr vorstellen kannst, wenn du das möchtest. Erfahrungsgemäß, ja, zumindest meine Teilnehmer, die suchen ja in der Regel keine Traumfrau fürs Erste, mittelfristig vielleicht schon, sondern die kommen von ihrer Traumfrau und haben erstmal die Schnauze voll. Die wollen gar nicht in die nächste Beziehung, sondern wollen sich auf sich konzentrieren, die freigesetzte Energie, Fokus, Zeit. Die wollen die nutzen, um neue Frauen kennenzulernen und an sich zu arbeiten. Und früher oder später wird mal wieder eine dabei sein und deswegen gibt es ja gar nichts irgendwie, wo du jetzt Torschlusspanik bekommen musst, vor allem nicht als Mann. Als Frau ist es da schon ein bisschen anders. Gut, als Frau kannst du auch deine Eizellen einfrieren lassen, aber das ist dann auch wieder nicht mehr so romantisch für die Frau, wie auch immer, und auch bestimmt auch mit Nachteilen verbunden. Aber als Mann hast du es ja gar nicht so wild, ne? Also selbst wenn du jetzt in deinen 30ern bist und das mit der Beziehung jetzt nicht klappt, hey, wen juckt das, ob du, wenn du überhaupt Kinder in die Welt setzen willst, ob du das jetzt mit 25 gemacht hast, mit 30 machen willst, mit 40 oder 50, da ist noch viel möglich halt. Ne? Deswegen, es gibt keine Fear of Missing Out in dem Sinne für den Mann. Und vielleicht sogar besser, wenn du nicht in einer Beziehung bist, weil auch das ist natürlich mit Arbeit verbunden und die kannst du auch einstecken um deine Ziele zu erreichen oder halt unter anderem nebenbei hier und da welche unverbindlich zu treffen. Ne? Wobei das mit den Eizellen einfrieren, also ich habe mir oft gedacht, stell dir mal vor, du lernst eine Frau kennen und dann sagt sie zu dir, ja, hier, keine Ahnung, ich bin schon über 40 und ja, ich kann immer noch Kinder kriegen, weil du kannst dann nur meine Eizellen benutzen, die habe ich nicht eingefroren. Ich denke mir dann so, ich weiß nicht, ob Männer, die die Wahl haben, sagen würden, ey, voll geil und so, ne? Das klingt richtig gut. Und das sind ja tendenziell auch, also vielleicht nicht immer, aber öfter auch Frauen, die so karriereorientiert und ein bisschen abgehärtet sind, nicht mehr so feminin und deswegen unter anderem das machen, weil sie selber sagen, ja, Karriere, wir müssen diesen
die Chancen des Feminismus nutzen und jetzt selbst was reißen. Und ich weiß auch nicht, ob man mit so einer Frau dann wirklich eine Beziehung eingehen will, weil die ja schon deformiert ist von ihrer Persönlichkeit. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber ich meine, du als Mann hast ja da wenig Schwierigkeiten, wenn du gepflegt bist, wenn du dich nicht gehen lässt, auch mit 40, 50 auch noch jüngere Frauen kennenzulernen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, dass du mit 50 noch viele 18-jährige Frauen bekommst. Willst du wahrscheinlich auch nicht. Aber 25, 30 ist auf jeden Fall drinnen, wenn du weißt, wie du es machst. Und da ist auch nicht so eine ganz krasse Diskrepanz, vor allem wenn du mehr bist mit einer Frau, weil im Kopf eine 18-, 20-Jährige ist halt, gut, kannst du mal ein bisschen vielleicht weghauen, aber erstens ist sie vom Körper doch noch nicht so weit, wie eine 25-Jährige, meiner Erfahrung nach. Und aber auch vom Kopf her ist es auch schwierig, dann gemeinsame Interessen zu haben halt. Ne? Manchmal mag das klappen, aber oft auch nicht. Deswegen, also du als Mann hast da eigentlich weniger das Nachsehen. Ja, wobei ich, ehrlich gesagt, mir darüber weniger Gedanken machen würde. Also ich würde mir als Mann immer generell weniger Gedanken darüber machen, über das Thema Beziehung, sondern mehr Gedanken darüber machen, wie bekomme ich einen gewissen Pool an Frauen, um einfach Optionen zu haben, um erstmal quasi, also nicht nur die Natur der Frau kennenzulernen, sondern einfach ein bisschen Variation zu haben. Und alles andere entwickelt sich ja dann mit der Zeit. Also nur weil du jetzt also 19-Jährige kennengelernt hast, heißt ja nicht, dass du gleich mit dir eine Beziehung eingehst. Mhm. Ja, ja, natürlich, ne. Also ich meine nur, dass wenn du früher oder später sagst, du willst mal Kinder oder so halt, ne, aber wenn du jetzt gerade aus einer Beziehung gekommen bist, so, dann sollst du natürlich jetzt auch keine Gedanken machen, wieder in die nächste Beziehung zu kommen halt, ne. Und ganz ehrlich, das ist ja auch ein bisschen teils veraltet, das ganze Beziehungsmodell, und beziehungsweise für Männer wie dich und mich ist es ja auch, denke ich mal, nicht so schwer, mehrere Frauen zu haben, wenn wir es wollen, ja. Wir müssen nicht mal an diesem klassischen Beziehungsmodell festhalten. Was nicht heißt, dass wir als Frauen haben, die auch dann andere großartig noch treffen, sondern wir können das schon so hinbekommen, dass sie auch uns nur haben, weil wir einfach wertvoll genug sind. Du weißt ja selber, du kommst ja noch mehr bis in diesem Red Pill-Thema drin, dass sich eine Frau lieber einen Typen teilt mit anderen Frauen als einen anderen Typen, der ein bisschen weiter unten in der Hierarchie angesiedelt ist, der nie ihr fremdgehen würde oder nie andere Frauen hat, aber den will sie nicht, weil er einfach nicht so wertvoll ist halt, ne? Von daher musst du einfach erstmal schauen, dass du darauf hinarbeitest, dass du zum oberen Drittel gehörst, an dir arbeitest und unabhängig davon natürlich auch immer schaust, dass du auch neue Frauen kennenlernst. Ne? Das muss man auch sagen. Das ist ja so ein bisschen der Vorteil oder das Grab, was die Frauen durch ihre Freiheiten geschaufelt haben, dass natürlich dann durch diesen freien Datingmarkt, und das merkt man ja immer mehr, dass Frauen fixieren sich ja dann automatisch nur auf eine kleine Anzahl von Männern, also einen kleinen prozentuellen Anteil von Männern. Und wenn die Männer auf der anderen Seite verstehen, dass Frauen eher dazu bereit sind, einen Mann zu teilen, weil es von der Natur auch für sie ein bisschen einfacher ist, das zu akzeptieren, weil sie haben da nicht dieses Vaterschaftsgarantie-Thema sozusagen, dass sie werden da nicht so extrem getriggert, kann man das als Vorteil als Mann nutzen und zu sagen, gut, okay, wenn sie bei mir bleiben möchte, weil sie mich als was Besonderes sieht, dann muss sie auch akzeptieren, dass ich halt nicht treu sein werde und sie mich halt dann mit anderen Frauen teilen muss, wenn sie mit so einem Mann wie mir zusammen sein möchte, ne? Und dann stehen die Frauen so einem Scheideweg und dann gucken sie nach rechts und sehen den Typen, wo sie sagen, boah, da bin ich so kopflos hinterher, den finde ich mega hot. Und dann gucken sie nach links und sehen dann den Typen, der so ganz nett ist, ne? Aber wo sie dann sagen, so, weiß ich nicht, so auf die Dauer. Ja, für wen werden sie sich dann früher oder später entscheiden müssen, wenn sie dann irgendwann merken, so, ja, am Ende ist es schon geiler, mit jemandem zusammen zu sein, der mir halt mehr gibt, also der quasi gefühlsmäßig mir das triggert, dass ich halt krass hinterher bin. Ne, das wird schwierig. Das ist ja auch das Ding, die Emotion, wenn ihr die Emotion schon investiert hat oder empfindet schon für dich, das ist ja, das bindet ja auch, ne? Ja, selbst, ich habe schon auch Frauen gehabt, die ja noch nicht wussten, so wer ich bin und was ich mache, und dann irgendwie über das Internet herausgefunden haben, oh, da ist ja ein krasser Playboy, die dann aber trotzdem bei mir geblieben sind, weil die ja schon so viel investiert haben halt, ne? In Form von Emotionen oder Zeit. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Und selbst falls mal irgendein anderer Typ kommt, es wird immer irgendwelche Typen geben. Das ist ja auch das Ding, ich weiß nicht, wie du das siehst bei der Hypergamie. Man sagt ja immer, ah, die Frau wird sich immer für den nächstbesseren, die datet immer aufwärts.
Aber wenn du jemand bist, der eh wie so eine steigende Aktie ist, immer besser wird und trotzdem wird es immer jemanden geben, der besser ist, der besser aussieht, mehr Geld hat, mehr Muskeln, wie auch immer. Wenn die Frau grundsätzlich eine gute Frau ist, wird sie dennoch bei dem Mann bleiben. Nicht nur aus der Moral heraus, sondern auch wegen dem emotionalen Investment höchstwahrscheinlich. Ne? Das ist das, was ich mir gedacht habe noch zum Thema Hypergamie. Ja, also ich, also erstmal die eine Seite wäre, ich meine, okay, natürlich wird es immer jemanden geben, der halt besser als du ist sozusagen. Aber die Frage ist halt, hat die Frau Zugang zu diesem Typen, der besser ist als du? Das ist erstmal der erste Punkt. Also es ist jetzt nicht so, dass Frauen den ganzen Tag rumlaufen und auf einmal und jeden Tag jemanden entdecken, der irgendwie besser ist als den sie gestern gesehen haben. Das ist ja das Grundproblem. Also ich meine, du kannst und hinhocken. Der auch dann mit dir eine Bindung eingehen will auch noch. Halt, ne? Genau. Mit dem Material, sie sieht. Genau, also die Frage habe ich früher mal gestellt an die Männer da draußen. Geht in euren Freundeskreis und fragt mal Frauen, wie oft lernen sie einen Typen kennen, wo sie sagen, boah, ich finde den mega hot. Ne? Den würde ich gern kennenlernen oder den würde ich gern weiter kennenlernen. Und die meisten Frauen werden halt darauf immer antworten mit, ja, eher selten. Vielleicht so einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Mhm. So, das ist der eine Punkt. Das heißt also, man muss da jetzt nicht irgendwie hellwach mit den Augen offen dastehen und sagen, oh mein Gott, ne, morgen wird es vielleicht jemanden kennen, der besser ist als ich. vor allem, ne, wie wenn du gesagt hast, wenn du ja sowieso immer weiterhin an dir arbeitest, wirst du sowieso immer die beste Option für sie zumindest erstmal bleiben. Und dann aber auf der anderen Seite bin ich auch kein großer Fan davon, mit so einem Mindset rumzulaufen, weil sogar wenn es so sein sollte, dass sie jemanden, oder dass sie denkt zumindest, dass sie jemanden gefunden hat, der besser ist als du und dich deswegen verlässt, solange du dein mentaler Ursprungspunkt bist, solange du nicht derjenige bist, der mehr liebt als sie, wirst du dann das einfach links liegen lassen und wirst sagen, okay, kein Problem, es hat nicht funktioniert. Sie denkt, sie hat jemanden besseren gefunden als mich, ist kein Problem. Da hinten warten schon zig andere Frauen, die mich als ihre beste Option sehen, also widme ich mich denen zu. Ne? Mhm. Und somit kommt halt da nicht unter die Räder, in dem Sinne von, dass du halt immer in dieser Angst leben musst, sobald du erfahren hast, dass Frauen quasi immer so nach dem besten Ausschau halten, dass sie dich vielleicht irgendwann halt verlässt. Ja, das ist ja auch immer so eine Paranoia, ne, die da tendenziell in der Manosphäre vorherrscht, so, die Frau, die machen immer Shit-Tests, die wollen mich, die wollen immer sehen, ob ich der Alpha bin und dann sind die sowieso hypergam und wenn du dann halt zu sehr dann in das Rabbit Hole reingehst, dann bist du halt extrem paranoid und dann klappt es erst recht nicht. Halt, ne? Oder? Sie wird mich doch eh eines Tages mit einem anderen verlassen. Ich frage mich halt immer so, okay, warte mal ganz kurz, wer hat denn gesagt, dass du sie nicht wegen der anderen verlassen bist? Ne? Warum muss immer die Frau dich verlassen? Das ist halt auch so ein Ding. Also aber da merkt man halt, wie sehr die Männer noch so auf die Frau fixiert sind. Ne? Dass sie sagen so, was kann ich tun, damit sie ewig bei mir bleibt. Ne? Also die lernen sich dann kennen und dann ist immer so die Frage, okay, ich habe sie einmal getroffen, was muss ich jetzt fragen oder was muss ich tun, damit ich weiß, ob sie die ist, die eine brennende Leidenschaft für mich hat, damit ich weiß, wenn ich jetzt investiere, wird sie ewig bei mir bleiben. Ich denke so, okay, das ist halt so komplett falsche Mindset. Ne? Also genau, also eine Frau sollte einfach eine nette Ergänzung sein, würde ich sagen, halt, ne? Im Leben. Und das ist ja auch das Ding, dass dann die Gewichtung verschoben ist. Du hast ein Ziel im Leben, du willst was erreichen, du machst das. Und eine Frau, die darf nicht über deinem Ziel stehen, was du schon vor ihr hattest. Und wenn das alles passt, dann gibt es eigentlich gar keine Probleme, wenn sich da keine Verschiebung stattfindet, dann, wenn du mit einer Frau eine Beziehung eingehst. Wenn das aber schon passiert, dann ja, hast du da wahrscheinlich Schwierigkeiten. Ich finde es auch immer lustig, dass so Negativtitel auch immer gut performen. Ich habe ja letztens ein Video hochgeladen, das hieß, warum Männer 2024 lieber Single bleiben. Ja, das ist auch schon 10.000 Views, gell, so nach ein paar Stunden. Ja, genau, exakt. Und da haben halt auch so viele drunter geschrieben, die Frauen heutzutage, es bringt eh nichts und hier und da halt. Ne? Ich will mal hier einen Kommentar einblenden. Dann deine Meinung dazu von ihrem Computer. Ist ja, bei solchen Männern, die dann sagen, ja, ich lasse die links liegen, die Frauen, weil das bringt eh nichts, bleibt halt mehr für die anderen Typen übrig. Ne? Das ist halt so, wo ich mir denke. Das ist das Nächste halt, ne? Also du kannst es ja so machen, aber dann hast du halt das Nachsehen. Ne? Also das ist ja, im Endeffekt, du schneidest ja nur selbst ins Fleisch damit halt. Ne? Es ist halt immer so, es ist halt immer eine Mentalitätssache. So, entweder bist du ein Opfer oder bist halt
Gewinner. Ich kann das jetzt hier leider nicht einblenden, aber ich lese es einfach mal vor. Und zwar, wo war es hier? I got right, Schreibtisch. So, da hat jemand drunter geschrieben, Dating lohnt sich einfach nicht. Die meisten, da meistens eh nichts rumkommt. In 80-90% der Fälle bekommt man eh einen Korb oder die Frau ist schon vergeben oder hat bereits Kinder mit einem anderen Mann. Dann werden total unrealistische Anforderungen im Dating gestellt, die ein Mann sowieso nicht erfüllen kann. Der Feminismus hat Frauen so indoktriniert, dass Sex total verteufelt wird, was ich übrigens gar nicht so sehe, weil der hilft uns ja eigentlich, der Feminismus, dass man eben, dass sie liberaler werden in sexueller Hinsicht. Obwohl es ja beiden Geschlechtern Spaß macht. Hinzu kommt noch, dass der Mann, dass man als Mann immer mit einem Bein bereits im Knast steht, da man direkt der sexuellen Belästigung bezichtigt wird heutzutage. Das Machtgefälle ist auch total verschoben. Frauen und Männer werden nicht mehr gleichberechtigt wahrgenommen im Dating. Es dreht sich alles nur noch um die Frau. Und für was? Für ein bisschen Sex? Klar macht Sex auch Spaß, bringt mir aber nichts, wenn viele Frauen in ihrer eigenen Welt leben, was mit Dating und rationalem Denken wenig zu tun hat. Hinzu kommt noch das ganze Alpha- und Game-Gedönse. Ja, also ich sag mal so, wenn du halt sowas, also der sucht ja nur Hinweise und Beweise, warum er nicht sich anstrengen soll halt. Ne? Und er mag, seine Kritik mag ein Stück weit auch berechtigt sein, aber es ist alles subjektiv, ne? Und es gibt entweder die Welt ist genauso scheiße und beschissen, wie sie gut ist. Und es liegt halt an dir, worauf du dich fokussierst. Und eigentlich hast du ja im Dating sogar einen Vorteil mit dem Wissen, dass jetzt eben vielleicht im Westen das ein bisschen schwieriger ist und hier und da. Das müsste dir eigentlich helfen, bessere Frauen kennenzulernen. Und was den reinen Sex an sich angeht, soll es ja auch einfacher sein. Wenn du halt eine Beziehung suchst, gut, dann musst du halt zweimal hinschauen. Aber mit dem Wissen von Pickup und Red Pill müsstest du dann eigentlich leichter haben. Ne? Meiner Meinung nach. Ja, vor allem ist halt immer so ein bisschen die Frage, also was das für Typen sind, die halt das schreiben. Ne? Also ich habe zum Beispiel sehr oft die Erfahrung gemacht, wenn so Männer zu mir kommen, die dann sagen, ja, das funktioniert gar nicht und alles scheiße und so. Und dann frage ich mal so ein bisschen, okay, dann wie viele Dates hattest du, was ist passiert und so. Dann hast du halt immer so Leute, die dann so 2-3 Mal kurz rausgegangen sind, haben so ein paar Versuche gemacht. Ja, dann ist es voll gegen die Wand gefahren, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ziehen und sagen, ach so, alles Dreck. Ne, dann gucken sie Reels im Internet an, ne, wo der Frauen dann erzählen, no, ne, weil ich will keine Kaffee-Dates haben und so und denkst, ah, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Also die erschaffen sich ihre eigene Realität, ne? Und dann denke ich mir aber auch, ey, warum schaust du dir dann solche Videos an halt, ne? Also okay, teilweise ist es halt so eine Selbstbeweihräucherung, die sind dann hier in ihrer Echokammer und da sagt der eine, ah, das bringt nichts mit den bösen Frauen hier heutzutage und ja, es kann ja auch als sexuelle Belästigung abgestempelt werden und dies und das. Und ja, aber so ein Kommentar, die Person klingt für mich einfach nicht happy, sonst würde sie sowas nicht schreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in anderen Bereichen des Lebens auch kriselt und nicht nur in dem Bereich hat, ne? Weil es einfach ein Grundeinstellungsding ist, wie du ob du Ja zu dir sagst, ob du Ja zum Leben sagst oder Nein. Das klingt jetzt wieder so esoterisch und Glückskeksspruchmäßig, aber ich denke, da ist trotzdem wichtig, dass du von vornherein, wenn du was erreichen willst, deine Gedanken und deine Handlung auf Erfolg trimmst und nicht schon im Vorfeld kaum was machst und alles erwartest und dann rumjammerst, dass es nicht klappt halt, ne? Ja, vor allem, wenn du überhaupt nichts gemacht hast und dann so als Resümee ziehst, okay, das funktioniert nicht. Ne? Ich sage dann auch immer wieder, okay, pass auf, geh raus, date mal 300 Frauen und wenn du nach 300 Frauen noch keine flachgelegt hast und auf keinem Date warst, dann kannst du kommen und dich beschweren und dann gucken wir mal, woran es liegt. Aber solange du nicht wirklich rausgegangen bist, mal wirklich ein paar Frauen getroffen hast, ne, weil ist ja klar, nicht jede Frau mag dich, genauso wie nicht jede Frau oder es genauso viele Frauen geben wird, wo die Typen sagen werden, nee, der gebe ich keine Chance. Ist ja verständlich. Heißt es nicht, dass die Erstbeste oder wenn du mal 2 ansprichst, du sofort halt Erfolg haben wirst. Ne? Und genau, vor allem, wenn du am Anfang bist und bei null anfängst, dann ist es natürlich klar, ist es schwierig und ist es auch deswegen schwierig, weil du halt aus der Komfortzone rausgehst und hinzu kommt noch, wie gesagt, diese Internetwelt, die natürlich auch teilweise dann, wenn der Algorithmus bestimmte Videos immer wieder und wieder zeigt, die dir so ein Bild vermittelt,
was gar nicht so die Realität ist. Also ich guck mal, ich muss ganz ehrlich sagen, all diese ganzen Videos, die auf die ich reagiere und diese Frauen, ne, die ich natürlich dann auch so ein bisschen kritisiere sozusagen, in der Realität treffe ich die nicht an. Also nicht wirklich. Mhm. So, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so klar, Dating ist schwierig in Anführungsstrichen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, teilweise gebe ich mir auch keine Mühe. Ne, deswegen kann ich mich nicht hinkommen und sagen, ach, alle Frauen, ne, weil sobald ich mich hinhocke und so ein bisschen reflektiere und das Ganze von außen betrachte und mich dann frage, okay, wie viel hast du investiert? Was hast du gemacht? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr Online-Dating wieder angemeldet. Ich habe mich mit keiner einzigen Frau getroffen. Mhm. So, ab und zu mal denke ich mir so, boah, das läuft gar nicht. Aber dann, wenn ich mich hinhocke und mal so ein bisschen gucke, okay, was hast du denn so gemacht? Dann merke ich, ich habe jetzt letztens gesehen, ich habe 50 Chats, die offen sind, wo ich teilweise gar nicht drauf zurückgeantwortet habe, weil ich aber auch keine Zeit dafür habe. Ne? Also wo ich mir denke, weil dann, wenn ich so den Fokus da hast. Ne? Ja, genau. Erstmal das und zweitens, ich habe noch andere Frauen, mit denen ich mich treffe, also habe ich eigentlich keine Zeit, mich noch mit denen zu treffen. Also lass es dann immer links liegen. Dann denke ich mir so, ah komm, der Chat, also irgendwie investiert die nicht, ich habe jetzt auch keinen Bock, weil ich jetzt die nächsten zwei Wochen eh keine Zeit habe. Von außen betrachtet, also neutral, objektiv gesehen, investiere ich null. Also ich gebe mir nicht mal Mühe, überhaupt mal die treffen zu wollen. Also kann ich mich nicht hinhocken und sagen, boah, Online-Dating, das ist ja Katastrophe, bei mir geht gar nichts. Die wollen nichts alle mit mir zu tun. Ne, aber das ist halt so dieses Bild, was du dir selbst erschaffst, um halt etwas dann, um eine gewisse Lage zu rechtfertigen oder einen Grund zu finden, zu sagen, gut, okay, ich lasse das halt. Ne? Ich bleibe in meiner Komfortzone, ne? Ich werde eh abgelehnt, aber einfach nicht so viel rumheulen. Ne? Also Ablehnung ist Teil des Spiels, das gehört halt einfach dazu. Da muss man durch. Es ist noch keiner ohne eine gewisse Energie und Zeitaufwand, ist noch keiner irgendwo hat was erreicht. Ne? Gut, Online-Dating kann man natürlich auch immer nutzen. Ich habe auch immer mal wieder meine Feldstudien gemacht. Das mit dem Ansprechen ist ja nochmal eine andere Sache, weil erstens du kriegst hübschere Frauen, schreibst ja nicht ewig lang und dann triffst du doch wieder einen Wal und fragst dich, was ist hier wieder schiefgelaufen. Und ich habe ja gehört, dass du bald nach Berlin kommen wirst und ich dich da auch ein bisschen in die Mangel nehme und dich pushe, dass du Frauen ansprichst, oder? War da nicht irgendwas? Ich denke jetzt, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Und genau. Dann werde ich hier ein bisschen durch die Gegend scheuchen. Dann der John hat mich angeschrieben wegen dem Video jetzt und hat mir ein Bild geschickt von jemandem, der unter seinen Videos mich verraten hat. Der Spiros sagt immer wieder, der spricht keine Frauen an. Mach doch mal was mit dem. Genau. So ist die Idee entstanden. Und ich dachte mir so, boah, was für ein Verräter. Ne? Habe ich ein bisschen deinen Ehrgeiz getriggert, so deinen Wettbewerbs. Ja. Aber da ich immer so offen für sowas bin und ich glaube, einige würden sich freuen, wenn ich dann rausgehe und abgelehnt werde, weil dann denke ich, ach, guck mal da. Ne? Ich werde auch abgelehnt, alles gut, ja. Aber ja. Letzten Endes nur die Harten kommen in den Garten, weißt du? Das ist so. Genau. Habe ich dem zugesagt, dass ich sage, okay, pass auf, ich komme nach Berlin und dann schickst du mich raus und schaust dabei zu, wie ich mir jedes Mal anscheiße, wenn ich eine Frau anspreche. Ja, da werde ich dir ein bisschen die Angst nehmen und zeigen, dass es auch keine Bestien sind, die da rumlaufen, sondern ganz zart beseitete Wesen, die sich auch freuen, dass du sie ansprichst. Und wer weiß, vielleicht geht da mit der einen oder anderen mehr. Da werden wir auf jeden Fall euch es wissen lassen, wenn es soweit ist. Ja, cool. Ansonsten, dein Kanal ist ja Spiros Mensch mit Wert, ne? Ich kann das ja unten nochmal verlinken. Und ansonsten, wenn du wissen willst, wie auf welche Red Flags du noch achten musst, dann klick doch mal auf das Video hier oben. Dann kannst du dir da nochmal genauere Sachen anschauen, damit du nicht mit der falschen Frau in eine Beziehung kommst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.